Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar. Es ist so, dass der Monat sich für euch im Laufe der Zeit immer besser entwickelt. Zunächst stehen viele Planeten im Steinbock, im Skorpion und in den Fischen, also nicht so in den allerbesten oder direkten Aspekten zur Schütze-Sonne, aber das ändert sich dann eben, je weiter der Monat voranschreitet, vor allem ab dem 18. Da geht dann die Venus in den Wassermann in einen sehr günstigen Aspekt zu eurer Sonne und ab dem 26. geht der Mars in den Schützen in euer eigenes Zeichen und das ist dann natürlich auch sehr sexy und da hat man dann Lust auf seinen Partner und ist auch sehr schwungvoll, also dann beginnt für euch auch eine gute Zeit. Trotzdem denke ich, dass auch der 13. Januar schon ein Top-Tag für euch sein kann. Da steht der Mond in eurem eigenen Zeichen, aktiviert die Mondknotenachse. Das ist also auch gut für alle Schützen, die wieder mal unterwegs sind vielleicht. Könnt ihr also auch unterwegs jemanden kennenlernen oder überhaupt tolle Leute treffen. Und außerdem zieht der Mond dadurch eine günstige Energie in euer Zeichen und läuft durch alle drei Dekaden und wird dann sich auch noch mit dem Uranus positiv verbinden für die dritte Dekade Schütze. Also deswegen Samstag der 13. oder vielleicht auch das ganze Wochenende bis zum 14. Da sieht es ganz gut für euch aus. Genau. Und dann der nächste Top-Tag ist dann Donnerstag, der 18. Januar. Da geht eben die Venus ins Zeichen Wassermann, damit in einen schönen Aspekt zur Schütze-Sonne. Und der Mond steht auch im Wassermann, aktiviert nochmal die Mondknotenachse, alles im günstigen Aspekt zu euch. Das ist also auch wieder eine gute Zeitqualität, um Leute kennenzulernen. Ihr seid da sehr gut im Kontakt, ihr kommt leicht ins Gespräch. Das ergibt sich da alles sehr gut für euch am Donnerstag. Also insofern auch ein Top-Tag für euch. Und dann am Donnerstag drauf, am 23. ist auch nochmal ein schöner Aspekt. Da habt ihr nämlich den Mond hier im Widder bei euch im 5. Haus, aktiviert die Lebensfreude oder auch die Lust am Sport. Und der hat zwar hier einen etwas heiklen Aspekt zu Pluto und Merkur, aber das braucht euch nicht so zu stören, weil der verbindet sich halt mit der Mondknotenachse und steht gut zur Schützesonne. Und vielleicht könnt ihr dann auch vermitteln, wenn also jemand vielleicht zu laut war oder zu sehr die Meinung gesagt hat, vielleicht könnt ihr aus der Situation wieder raushelfen mit einer Portion Humor. Also ist bestimmt auch ein guter Tag für euch. Und dann ist ja weiterhin eben auch die Venus und dann auch die Sonne im Wassermann. Ist auch gut für die Schütze-Sonne. Und dann hätte ich noch im Angebot den Samstag, den 27. Weiterhin hier super mit Sonne und Venus. Und der Mars ist dann gerade in den Schützen reingelaufen. Das heißt, da haben jetzt also auch alle drei Dekaden etwas davon. Die erste Dekade mit dem Mars, dann steht dann auch noch die Venus und der Mond steht eben im Partnerhaus und wird sich dann auch mit allen drei Dekaden verbinden und für die eine gute Energie bringen und auch noch einen guten Aspekt zum Uranus bilden, der auch günstig für euch steht. Deswegen 27. Januar würde ich mir auch merken für euch. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!